Mein Glück ist mir halt, Aufzug wird gebaut. Wunderschönen guten Morgen, Liebenden. Nein, es war wieder was anderes. Ich begrüße euch jeweils auf meiner nächsten Samstagstour. Ich bin jetzt hier gerade am Nationalpark Vedero angekommen und bewege mich auf die Havelquelle zu. Nach 2 Jahren, ziemlich genau 2 Jahren, habe ich mich entschlossen, wieder mal den Havelradweg in Angriff zu nehmen. Damals hatte ich ja einmal Probleme mit meinem Speicherchip, dass die Aufnahmen teilweise versaut waren, und zum anderen stellten sich da große gesundheitliche Probleme ein. Ich habe den Weg nicht zu Ende gefahren. Diesmal fange ich von vorne an. Diesmal will ich auch komplett fahren. Diesmal starte ich auch nicht aus Kratzeburg und fahre ein Stück hin und zurück, sondern ich bin aus Waren an der Müritz gestartet und bewege mich auf dem kurzen Weg hin. Die Havel, ein Fluss von etwa 370 Kilometer Länge. Havel-Radweg. Es gibt verschiedene Angaben. Je nachdem, welchem Guru man glauben möchte, hat der Weg 370, 390 oder sogar 420 Kilometer Länge. Ich habe mich orientiert an der Komoot-Tourenvorschlag. Musste aber feststellen, dass der, obwohl der im November 2021 überarbeitet wurde, obwohl ich auch damals schon vor 2 Jahren einige Hinweise gegeben habe, dass er immer noch nicht übereinstimmt mit der offiziellen Havel-Radwegroute, die man in Open Cycle Map zum Beispiel in Komoot oder auf Komoot sehen kann. Jo, also am besten, man sucht sich seinen Havel-Radweg selber raus. Mein Weg, ich weiß nicht genau, wie lang er wird. Ihr werdet es hinterher sehen. Okay, die Natur im Herbst hat ihre besonderen Farben. Kommt mit. Ach so, noch die bunte Kuh ist in Komoot auch als Attraktion gekennzeichnet. Davor stehen 2 Plastikkühe, schwarz-weiß. Die hießen früher deutsch-schwarz-bunt. Also insofern stimmt die Bezeichnung bunte Kuh. Jetzt hatte ich gerade noch ein nettes Gespräch mit jemandem, der hier eine Ausbildung zum Natur- und Landschaftsführer macht. Und habe bei der Gelegenheit auch nochmal mein Halstuch um mich geschmissen und meine Beinlinge angezogen. Ist doch ein bisschen frischer. Noch. Ja. Also die machen hier gerade solche Ausbildung. Er war interessiert, was ich hier filme. Und will dann noch mal reinschauen. Also auf diesem Weg schöne Grüße. Der Radweg Berlin-Kopenhagen wäre jetzt gerade ausgegangen. Ich bin jetzt rechts abgewogen, bewege mich parallel zur Bahnstrecke. Angershagen werden über Straße jetzt mal 18 Kilometer entfernt. Auf dem Weg ist es eindeutig kürzer. Aber es wird nun grävelig und Waldboden kommt auch noch. Eine Empfehlung von Jo-In. Herzliche Grüße auf diesem Weg. Elf Kilometer gefahren, also fast 12. Kette kaputt. Jo, dann wird's wohl nichts mit dem Havel-Radweg. Jedenfalls nicht heute. Der schöne Blick ist mir auf dem Hinweg nicht aufgefallen. Die vermeintliche gute Abkürzung als Schiebestrecke. Naja, ich hätte auf der Straße bleiben sollen.
Jo, wie der Zufall so will, treffe ich hier den Carsten auf dem Weg. Der ist für Rückenwind hier unterwegs und scoutet noch mal ein paar Strecken. Und jetzt haben wir hier, ja, ich denke mal eine Stunde. Bestimmt. Gestanden und geratscht und sind jeder nicht in unsere Richtung gefahren. Und nun geht es dann für mich nun wirklich endgültig nach Hause. Nicht mehr direkt hier zum Fahrradhändler des Vertrauens. Und dann gucke ich, dass ich morgen die Strecke noch mal anfangen kann. War ein nettes Gespräch und... Fand ich auch. Mindestens man sieht so dich zweimal die, eben. Mindestens so gut wie die Strecke. Also, ja, tschüss. Ja. Return to Paradise. Also ich bin wieder an meinem Ausgangsort angekommen. Jetzt geht's zur Bahn. Leicht bergab, wie es aussieht. Und dann nach Hause. Und morgen auf ein neues. Noch 1,5 Kilometer bis zum Bahnhof. Ach Mann. 5 Minuten weniger gequatscht. Und das wäre mein Zug gewesen. Jetzt muss ich eine Stunde warten. Hier laufen gerade die Ausschachtungsmaßnahmen, damit der Bahnhof schön wird von Waren. Zurzeit muss ich noch durch diesen komischen Plastikverhau. Aber jo, beim nächsten Mal vielleicht schon. Ja, Kettenriss ist kein Beinbruch, sondern nur ein Abbruch für mich. Es gibt hier natürlich noch zwei Fahrradhändler vor Ort. Der eine macht einen 10 Minuten zu, der andere 40. Ja, aber ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Das ist zur Strecke zu sagen. Mein Hinweg war ja erstmal straßenorientiert, die ersten 7 Kilometer, einfach deshalb, weil den Radweg Berlin-Kopenhagen will ich irgendwann nochmal fahren. Vielleicht sogar mal als Community-Aktion, muss ich mal gucken, wie man das dann vereinbart kriegt, weil da müssen ja die Geschwindigkeiten und die Entfernung, die man pro Tag schaffen möchte, die müssen ja etwa zusammenpassen. Ja, also Straße ein Stück, denn die Empfehlung von Joe Inn. Es war wirklich gut zu fahren, der Gräbel. Jetzt an manchen Stellen lagen ein paar Blätter drauf. Da war ich mir unsicher, wie der Untergrund aussieht. Also wenn da eine Längsrille gewesen wäre, dann hätte ich mich schon wieder hingepackt. Brauchte ich nicht, Kette sehr kaputt. Also der Weg war auch gut. Was ich zurückgeschoben habe, das war ja ziemlich direkt an den Gleisen lang nach Waren. Den Weg kann ich nur bedingt empfehlen. Also da ist ein Stück zwischen 500 Meter. Also da möchte ich nicht lang fahren. Das Langschieben war jetzt okay, aber da möchte ich nicht lang fahren. Den kann ich deswegen nur bedingt empfehlen. Aber wer ansonsten gerne naturnah unterwegs ist und den es auch nicht stört, mal aus 5 und 6 km/h zu fahren, ja, der sollte da bestimmt lang fahren. Das hat sogar dann, unter dem Aspekt hat es dann auch Spaß gemacht. Für mich muss es aber immer eine Kombination sein von dem, was ich sehe und von dem, was ich fahre. Ja, hat es euch Spaß gemacht? Freue ich mich über ein entsprechendes Zeichen. Ansonsten muss ich mal gucken, ob ich noch ein paar Bilder hier einblende. Werdet ihr ja sehen. Gut. Peace and out sagen ja auch andere. Bleibe ich mal bei meinen Kette rechts. Und tschüss.